Hallo, ich bin Kai von Netzwerk Pferden und gemeinsam mit Markus von BeSafe beantworten wir heute die ersten drei, vier wichtigsten Fragen von euch zum neuen BeSafe Stretch. Ja, moin Kai, moin zu Hause. Schön mal wieder bei euch zu sein und lasst uns loslegen. Ja, Markus, jetzt stehen wir hier vor einem auf den ersten Blick, ich nenne es mal gewöhnlichen Kindersitz, der aber ja schon seine Feinheiten und Spezialitäten hat. Unter anderem die extrem lange Nutzungsdauer von ca. 6 Monaten bis 7 Jahren. Zeig uns doch mal ganz kurz, wie das funktioniert, wie habt ihr das gemacht? Ja Kai, in der Tat lässt sich der Sitz wirklich extrem lang nutzen. Und damit das möglich ist, die gesamte Nutzungsdauer auch die Sicherheit zu gewährleisten, ist eins ganz wichtig, das kann nur ein reiner Reboarder, also ein rückwärtsgerichteter Kindersitz. Damit uns das aber auch gelingt, Kinder wirklich von circa dem 6. Monat, also ab 61 cm und dann bis circa dem 7. Lebensjahr, damit bis 1,25 Meter, sicher hier zu transportieren, muss der Kindersitz sich auch in verschiedenen Positionen dem Kind anpassen. Das gelingt uns natürlich auf der einen Seite durch zwei geteilte, herausnehmbare Sitzverkleinerer, weil nicht alle Kinder wachsen gleichmäßig mit dem Oberkörper und mit den Beinen oder mit dem Gesäß. Und dann können wir letztendlich durch die getrennt herausnehmbaren Sitzverkleinerer den Sitz individuell anpassen. Ein Beispiel dazu ist, dass zum Beispiel, wenn die Windelphase vorbei ist, wo die Windel für sehr viel Füllstoff gesorgt hat, anschließend ja nur noch ganz wenig Kind, nämlich ein kleines Popöchen übrig ist, und dann muss der Sitzverkleinerer unten wieder rein. Dann kann der Sitz aber oben schon längst vielleicht in der vollen Breite genutzt werden, sodass der obere Sitzverkleinerer rauskommt. Wenn das Kind also wächst, ist das natürlich auch ganz von Vorteil, wenn man die Kopfstütze sich einstellen kann, damit hier auch wirklich große Kinder Platz haben. Und wenn die Beine wachsen, dann wird sich das Kind auch sehr bedanken, wenn wir mehr Beinfreiheit bieten. Und hier lässt sich der Sitz tatsächlich bis 26 cm Beinfreiheit einstellen, sodass wir wirklich auf diese Art und Weise die volle Bandbreite von 61 cm bis 125 cm nutzen können. Oder wie du sagst, circa 6 Monate. Bis ca. 7. Lebensjahr. Sehr beeindruckend. Und das Ganze, ich fasse hier mal einfach hin, noch mit einer Neigungsverstellung, die das Ganze noch ganz komfortabel macht. Also wie wir immer sagen, von den kleinen Dicken bis zu den langen Dünnen und allem, was so dazwischen liegt, optimal zu nutzen. Jetzt reden wir hier über einen Kindersitz, der eigentlich nur eine Aufgabe hat, nämlich das Kind optimal zu schützen im Fall eines Unfalls, also das immer wieder erwähnte höchste Schutzniveau zu bieten. Und das ist für mich jetzt besonders spannend. Dieser Sitz kann das in ganz enormen Ausmaß, könnte man sagen. Jetzt die Frage, wie habt ihr das gemacht? Gut, um diese Frage zu beantworten, würde ich die Antwort in zwei Teile aufsplitten wollen. Wir wissen seit mehr als 30 Jahren, dass rückwärtsgerichtete Sitze bis zu 5-mal sicherer sind als vorwärtsgerichtete Sitze. Also ist es schon die Pflicht, dass das ein rückwärtsgerichteter Sitz ist, und zwar konsequent über die gesamte Nutzungsdauer. Das ist also die Pflicht, weil er bedient sich damit einfach der Physik, indem er das, was uns in einem vorwärtsgerichteten Sitz hier dann zum Verhängnis wird, nämlich die enorme Beschleunigung auf das Kind und die Kräfte, die auf das Kind wirken, die macht er sich hier zum Vorteil in einem Reboarder, indem die Sitzschale als allererstes Mal als Schutzschild fungiert. Und im Optimalfall merkt das Kind ja gar nicht, dass überhaupt ein Unfall passiert. Um das erreichen zu können, ist es ganz wichtig, dass wir so viel wie möglich von der auftretenden Energie von dem Kind fernhalten. Nun schluckt der Sitz mit seiner Sitzschale aufgrund seiner Konstruktion und aufgrund der Materialien schon sehr viel von der auftretenden Energie. Und wir müssen diese Energie ableiten. Wie machen wir das? Durch unseren Exoframe, also dieses Gestell, leiten wir die Energie über den Stützfuß direkt in den Fahrzeugboden. Damit gelingt uns schon sehr, sehr viel Energieabbau. Und gleichzeitig müssen wir aber das Kind letztendlich auch noch von der verbleibenden Energie schützen. Und das macht der Materialmix in diesem Sitz, angefangen in der Kopfstütze, unser bewährter Dynamic Force Absorber, der das Kind im Fall eines Aufpralls den Kinderkopf weich eintauchen lässt und wie ein Trampolin wieder zurückbringt.
während andere härtere Materialien ja hier eher für einen harten Aufprall sorgen würden. Und beim Seitenaufprall haben wir dann zusätzlich noch unseren zusätzlichen Seitenaufprallschutz, also SIP Plus, um wirklich das letzte bisschen Energie, in diesem Fall bis zu 20% Energie, auch beim Seitenaufprall abzutransportieren. Ja, jetzt sehen wir hier eine Gurtinstallation, die gemeinhin als kompliziert, unpraktisch und alles gilt. Warum habt ihr die gewählt? In der Tat war das damals unpraktisch, ne? Und deswegen gab es ja dann auch die Entwicklung von ISOFIX. Eine sehr dankbare Entwicklung. Allerdings schränkt ISOFIX auch ein, sowohl in der Gewichtsgruppe, also in der Nutzungsdauer eines Kindersitzes, aber letztendlich auch bei der Sitzplatzwahl. Und wir wollten beim BeSafe Stretch definitiv eine flexible Nutzungsmöglichkeit und aber auch eine einfache Nutzung gewährleisten. Und mit der Wahl zur Installation mit dem Dreipunktgurt hast du nahezu freie Sitzplatzwahl. Natürlich ist hier definitiv der Fahrersitz raus, aber alle anderen Sitzplätze, die über einen Dreipunktgurt verfügen, können so gewählt werden. Und mittlerweile ist die Installation auch so einfach, dass ich weder irgendwie Muskelkraft brauche, noch brauche ich in irgendeiner Form eine Anleitung. Die Gurtführung ist komplett farblich skizziert und dargestellt, sodass ich eine ganz einfache Gurtführung habe. Ich weiß immer, wo der Gurt hin soll. Die Gurtstraffung erfolgt gleichzeitig durch eine sich selbst schließende Klammer und zu guter Letzt noch mit den sich selbst straffenden unteren Spanngurten habe ich von Anfang an eine recht einfache, aber flexible Installationsmöglichkeit. Und wahrscheinlich auch sehr lange nutzbar. Gibt es eine Gewichtsbegrenzung, die ja von ISOFIX bekannt ist? Wie lange kann der Sitz genutzt werden? In der Tat überschreiten wir hier dank der Gurtinstallation die ISOFIX-Nutzungsmöglichkeiten. Hier sind wir bei 36 Kilo Kindergewicht. Auch hier wieder beeindruckend. Ja, vielen Dank, Markus, für die Vorstellung. Und wir sind begeistert. Danke. Das freut mich. Jetzt geht es dann wirklich, probieren geht über studieren. Das heißt, jetzt seid ihr dran, mit den Eltern zusammen diese Sitze in jedes Auto zu bringen.